jour et un mari pour la nuit. J'ai un amant pour l'amour et un mari pour la vie. Si je le trompe le jour, je suis fidèle la nuit. Ma vie se passe toujours au ciel de lui. Ma vie se passe. J'ai un amant. Und damit herzlich willkommen zu einer völlig neuen Vlog-Folge. Heute aus Frankreich. Wir stehen an den Dünen, keine 20 Meter entfernt vom Meer entfernt, genauer gesagt. In Nordfrankreich, Nord-Pas-de-Calais. Das darfst du doch nicht verraten, damit. Entschuldigung. Aber wir sind natürlich nicht nur hier, um uns zu entspannen und das tolle Wetter zu genießen, sondern das hat einen ganz bestimmten Grund. Genau. Und der kommt hier. Wie ihr ja wisst oder wie ihr schon im Intro gesehen habt, sind wir ja nicht alleine hier, sondern natürlich zusammen mit Dexi. Ja, unser starker lieber Dexi-Dobi-Mann, unser starker Dobi-Mann Dexi ist nämlich leider nicht silvesterfest. Hat wahrscheinlich sehr viele andere Hunde auch. Ja. Hat er immer sehr große Angst, wenn es ums Böllern geht, wenn es einfach laut ist und knallt. An Silvester. Genau, und wir haben einfach mal in dieser Folge euch mal 5 Tipps zusammengestellt, die wir im Laufe der 7 Jahre, wie wir Dexter jetzt schon haben, einfach gelernt haben. Also, ich würde aber sagen, das war mal drin, weil hier wird es jetzt echt frisch. Schatzi, Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 ist natürlich erstmal rauszufahren. Raus aus der Stadt, raus aus dem Dorf, wo ihr wohnt. Denn geknallt wird ja dann doch meistens überall und dort, wo weniger Menschen sind, besteht die Chance natürlich, dass man seine Ruhe hat. In unserem Fall ist die Wahl auf Frankreich gefallen. Wir kannten den Platz oder diesen Ort hier auch schon, was ein Vorteil ist. Und wir sind natürlich in der Nebensaison unterwegs, es ist relativ wenig los, die Stellplätze sind leer, die Strände ebenso, also beste Voraussetzungen. Zu Hause wie im Van empfehlen wir vor allen Dingen für sehr empfindliche Hunde erstmal alles abdunkeln, Rollos runter, Fenster schließen. Wir haben auch Verdunklung jetzt hier drin im Van. Wir haben oben alle Dachfenster zu, damit bloß kein buntes Lichtlein zu den Geräuschen noch dazukommt. Und direkt als dritten Tipp hinterher, Musik laufen lassen. Einfach mal ein bisschen Hintergrundmusik. Darf ruhig ein bisschen lauter sein als die Knallerei vor der Tür. Das beruhigt den Hund auf jeden Fall. Und die Musik ist auf jeden Fall etwas, was er schon kennt. Kleiner Tipp von mir, sowohl auch von meinem Tierarzt, man sollte nicht versuchen, Beruhigungsmittel zu geben, denn ein Hund hat die Angewohnheit, gegen solche Medikamente wirklich anzukämpfen. Und das bedeutet, er versucht herauszufinden, warum ist er so, wie er jetzt ist und so flach und so matt und so überhaupt. Und deswegen sollte man von Beruhigungsmitteln wirklich eher absehen. Und was natürlich immer eine gute Maßnahme ist, ist das Leckerli. Oder, Dexi? Das ist immer gut. Immer eine willkommene Abwechslung. Und das Kauen beruhigt ihn zudem. Man sollte vor dem Silvesterabend und währenddessen es losknallt, ihm ein Riesenstück irgendwas zum Kauen geben, wo er stundenlang drauf rumkauen kann. Das ist ja dann auch schön laut. Genau. Auch das lenkt gerne den Hund ab. Was vor allen Dingen bei so einem Chaotenhund wie Dexter immer hilft, ist rennen. Auslasten, müde machen. Wir powern ihn davor meistens richtig aus, auch gerne über seine normale Rausgehzeit aus. So wird er müde und verschläft hoffentlich den Silvesterabend. Ja, hundemüde natürlich. Hundemüde. Ihr Lieben, das war's von uns. So der Plan. Das war's von uns, so der Plan. So ihr Lieben, das war's von uns. Wir hoffen, die kleinen Tipps, vor allen Dingen für euch Hundebesitzer, war da auf jeden Fall was dabei. Wir werden hier über Silvester stehen, werden vielleicht sogar mal an den Strand gehen. Und es wird wahrscheinlich sehr ruhig, sehr romantisch und sehr schön.
Vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Jahr dabei wart. Probiert mal die Tipps mal aus und berichtet einfach mal, wie es bei euch gelungen ist. Sehr gut. Oder vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps. Genau, vielleicht habt ihr noch weitere Tipps. Genau. Schreibt sie einfach in den Kommentaren für alle, die nach Silvester erst das Video sehen. Ist es vielleicht für nächstes Jahr eine gute Möglichkeit. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Jahr auf unserem YouTube-Kanal dabei wart. Mhm. Wir würden uns freuen, euch nächstes Jahr wieder zu sehen. Immer schön fleißig abonnieren, das Glöckchen bimmeln. Und nächstes Jahr geht's weiter mit uns dreien. Genau. Es wird spannend. Kommt gut ins neue Jahr. Ciao. Tschö. Oh Gott, wie konnte ich Ciao sagen? Ja, frage ich mich auch. Irgendwas war falsch.